Ja, hallo, herzlich willkommen. Heute mal nicht aus dem Helm. Heute geht es um das Sena 5010 aus der Quantum-Serie und das Unboxing. Also wir packen es aus. Das erste Mal ist noch verschlossen. Ich habe es gerade bekommen. Ja, und ein großer Dank geht raus an die Funcar, an die Spider-Versicherung, an Marco Stadi, der mir das Gerät ermöglicht hat. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Und dazu kommt jetzt erstmal das Intro und danach packen wir es aus. So, also das neue Sena ist da, ja, 50C mit Sound bei Harman Kardon. Also soll der bessere Sound sein, anderes Mikro und ich bin also gespannt. Wir haben also in dem Modell jetzt auch schon Bluetooth 5.0. Wir haben hier aber auch Mesh Intercom drin, was ja bei den Vorgängern mit Kamera nicht der Fall war, dass wir da Mesh hatten. Wir haben hier natürlich wieder eine Ultra HD 4K Kamera drin. Ja, und diverse, ganz viele andere Audio Multitasking, Multilanguage Voice Control, also du kannst auf mehreren Sprachen kannst du quasi Befehle geben, also mit dem Sprachcontrol und so weiter und so weiter. Also das Ganze wird jetzt ausgepackt und ich bin gespannt. Das erste Mal jetzt hier auf meinem Wackel Schreibtisch. Ja, also ich benutze Sena schon sehr, sehr lange. Habe auch immer die Vorgängermodelle gehabt. Ah ja, schön. Das sieht doch schon mal nice aus. Ja, größer im Vergleich das Vorgängermodell. Das 10C Evo. Ja. Kleinen Tick größer. Ja, also auch hier wieder mit Stecker verbunden. Dann wollen wir mal schauen. Hier haben wir die typische Antenne für das Mesh. Ja, das Gerät an sich, ja, macht schon einen guten Eindruck. Schauen wir mal weiter, was wir da noch so drin haben. Hier in einer Schaumstoffverpackung. Den ganzen Papierkram habe ich eigentlich immer überhaupt nicht reingeguckt, weil es gibt dafür die App und man kann alles über die App machen und steuern. Und dann wollen wir mal schauen. Aber im HiFi-Segment hat sich wohl was geändert. Hier sieht es aus wie so eine Fernbedienung noch dran. Das gucken wir uns gleich im Detail an. Ja, also hier Kurzanleitungen, Schnellanleitungen, Übersicht hier, welche Knöpfe wofür. Ne? Schnelles An- und Aus und dann halt die Verbindung und so. Das ist alles hier drin. Ja, wie gesagt, man kann es dann auch in der App haben, das ist auch in mehreren Sprachen. Und hier sind halt ja eine Kurzanleitung, ganz schnell, wie man da in die bestimmten und verschiedenen Bereiche kommt. So. Oder wie man so schön sagt, wie man sich das Gerät einrichtet. Ja, aber es ist ja von Sena zu Sena immer ziemlich gleich. Ups, da war was Schweres. So, zur Seite. Ja, 50er Serie, alle 50er Modelle mit Harman Kardon Kopfhörern und Mikro. Hier sind Pads für in den Helm, wo man dann die Kopfhörer draufsetzt. Da sind bei mir schon Klebedinger drin, da brauche ich nicht diese dicken Teile. Das ist bei mir alles schon so integriert. Ja, hier ist dann. Sieht es aus wie die Fernbedienung für die Kopfhörer oder so. Ja, muss man mal gucken. Also da muss ich dann wohl auch mal mich erstmal schlau machen. Das habe ich so noch nicht gehabt.
Ah, okay, ist ein USB-Anschluss, ein großer mit einem USB-C aufs Gerät. Kann natürlich auch eine Ladekontrolle sein, dass man dann sieht, wie das Gerät geladen wird. Aber für die Funktionen, das wäre dann wohl noch mal ein anderes Video. Okay, für euch gerade mal schlau gemacht. Das ist also das Sena Wi-Fi-Adapter. Ja, man steckt den in den Stromanschluss, also irgendein Ladeteil vom Handy oder so in Strom, ans Gerät anschließen, an das 50C. Und dann muss man sich die Sena Motorcycle App runterladen und mit dem Gerät dann über Wi-Fi verbinden. Und dann kann man alles vom Handy aus machen. Ja, was man sonst immer über einen PC gemacht hat, dass man da über Sena hier dann das, die Softwareaktualisierung gemacht hat, in Deutsch eingestellt und so weiter. Das geht dann alles über die App, über den Wi-Fi-Adapter. Das ist ein Wi-Fi-Adapter. Man lädt darüber das Gerät und man verbindet es mit dem Handy über die App. Dadurch wird dann die Firmware immer aktuell gehalten. Man kann es dann die Sprachen einstellen und dafür ist dieser Adapter. Also das ist nicht irgendwie eine für Kopfhörer oder so eine Einstellung oder irgendwas. Nein, das ist ein Wi-Fi-Adapter für das Gerät, damit man das alles über die App auch aufs Gerät spielen kann. Firmware, Sprache und alles Mögliche, damit der App an dem Gerät einstellen kann. Das nochmal kurz zur Ergänzung für das Sena Hier geht es 50C. jetzt ums Auspacken. Hier haben wir den üblichen Helmpad zum Ankleben. Ist dann auch der Imbusschlüssel und Mikrofonhalter noch mit drin. Das ist der zum Ankleben seitlich an Helm. Aber da ich das immer noch mal gern verstelle, habe ich also auch immer den Clip genommen, der dann das Ganze hier noch mal mit einer Einstellung dran hat. Hier ist eine Schraube, dann kann man die Kamera noch mal ausrichten, einrichten am Helm. Das ist also der, den ich nehmen werde. Ja, hier ist nochmal ein Clip mit Klammer, wo man es einfach nur dann zwar auch an Helm festschraubt, aber eine starre Verbindung hat, damit es dicht am Helm dran ist vielleicht. Aber wie gesagt, ich nehme den mit der Schraube. Dadurch kommt es nochmal ein bisschen weiter vom Helm weg. Hier haben wir das Mikro. Also ja. Wie immer eigentlich Schaumstoff drauf und zum Kabelbaum anschließen. Selbsterklärend, hier sind ganz viele Klebepads bei, um das Mikro an verschiedene Stellen zu machen, um die Kopfhörer in den Helmen, na, die sind bei mir schon drin vom Vorgängermodell, den in den Helm reinkleben, dass dann die Kopfhörer halten. Dann braucht man nicht diese dicken Polster. Das ist auch da. Hier sind die Harman Kardon Lautsprecher, Kopfhörer, Ohrmuscheln, wie auch immer. Ja, zack. Ja, optisch hat sich da nichts getan zu den Vorgängern. Die sind genauso, sehen genauso aus. Ja, das ist der Kabelbaum. Hier geht es dann ans Gerät. Und hier kommt das Mikro dann angeschlossen. Also auch wie beim Vorgängermodell. Hier wäre der Schwanenhals. Ja, wenn man mit einem offenen Helm fährt oder so und kein Mikro vorne ins Mundstück kleben kann, hat man einen Schwanenhals mit dem dazugehörigen Windschutz, Schaumstoff. Ja. Kommt bei mir nicht zum Einsatz. Das ist vielleicht qualitativ ein bisschen besser, aber jeder, der so einen Schwanenhals hat, da habe ich dann immer Probleme. Da haben wir so Windgeräusche, ne? Wenn die dann mit offenen Helmen fahren und man will sich dann unterhalten und gerade dann auch ins Video quatschen, dann ist das ein bisschen störend. Also ich bin echt gespannt, wie das mit dem Mesh-System funktioniert. Das soll ja nochmal ein verbessertes jetzt sein. Man klappt es einfach aus. Kollegen sagen schon, die haben das normale 50R oder S aus der Quantum-Serie und da kommen dann Motorradfahrer, die Mesh haben, entgegen und auf einmal hat man die mit auf dem Ohr, bis sie dann wieder außer Reichweite sind. Also ich bin gespannt, da bin ich also wirklich mal. Lass mich mal überraschen. Das erste Mal, dass ich Mesh benutze. Ja.
Also es fühlt sich alles sehr hochwertig an. Hier gummiert das Rad, hier gummiert an den Seiten. 50C Sena. Hier unten ist ein Knopf. Hinten haben wir den normalen Knopf wie beim Kopfhörer. Man hat wieder einen Druckknopf hier. Hier seitlich ist ein Knopf. Ich denke mal, das wird dann wieder für Kamera sein. Das war immer seitlich. Das werde ich aber dann alles genau ausprobieren. Ja, weil bislang habe ich halt, bin ich sehr gut gefahren, auch mit dem 10C Evo. Ja, das war auch immer klasse. Das wird jetzt ausgebaut aus meinem Helm. Und ja, dann kommt jetzt das Sena 50C. Das ist alles dabei. Ja, hier muss ich mich schlau machen. Das ist also, sieht schon so aus wie eine Ladeeinheit, dass man das dann ans Sena anschließt, weil ein anderes Ladekabel ist nicht dabei. Dann wird hier jetzt wahrscheinlich so eine optische Anzeige sein, wie voll das Gerät dann ist. Also nicht einfach nur mit dem normalen Kabel angeschlossen, sondern gibt es hier so eine Ladeeinheit. Ja, das ist das Sena 50C. Wie gesagt, ich freue mich. Danke an Marco Stadi von der Pfandkarversicherung. Micro SD-Karte. Hier ist Ladestecker USB-C. Und hier ist der Kombistecker. Ja. Hier kann man die Kamera noch ausrichten. Wenn man die am Helm hat, dann hat es ja verschiedene Winkel eventuell. Und dann kann man sich das hier nochmal einstellen. Und dann, dass man auch gerade filmt, ne? Ich bin aufs Gerät gespannt. Und ja, wer meinen Kanal kennt, ich mache Spider-Videos beim Spider-Fahren und Ausfahrten, Umbauten und so weiter. Da spreche ich dann auch mal manchmal aus dem Helm bei so einer Tour. Und dafür ist das jetzt wieder gedacht. Folgt gerne auf dem Kanal, dann könnt ihr solche Videos euch auch anschauen. Und ja, so viel war es erstmal zum Unboxing hier vom Sena 10C, 5010. Ja, mit 10C hat es angefangen. Mit 10C haben wir gehabt, 10C Pro und jetzt das 10C Evo und jetzt das 10C 50C. Kommt man langsam durcheinander. Alle gehabt, mit allen eigentlich immer zu der Zeit, wie es gebraucht wurde, zufrieden gewesen. Jetzt, wie gesagt, das neueste Modell. Und wir werden es dann ausgiebig im Helm demnächst testen. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns auf einen der nächsten Videos. Ciao, haut rein.